So, heute will ich euch mal ein paar Tipps in DaVinci Resolve mitgeben, die ich nutze, um einfach meinen Workflow zu verschnellern, um schneller arbeiten zu können. Aber was das genau ist, das nach dem Intro. Bis gleich, Feuer frei. Ja, zuallererst will ich mich kurz entschuldigen, wenn ich nicht ganz so fit rüberkomme. Gehe dazu in der Endcard noch weiter oder ein bisschen mehr dazu ein. Also, falls es euch interessiert, dann bleibt dran. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den wichtigen Punkten beim Editing mit DaVinci Resolve, beziehungsweise was mir persönlich halt wirklich sehr, sehr geholfen hat. Punkt 1 ist es, Attribute kopieren und wieder einfügen zu können. Als Beispiel, wenn ich jetzt hier meine Videos schneide, dann springe ich zum Beispiel immer hier mit der Kamera so ran, und dass ich das nicht jedes Mal neu hier rein skalieren und reinzoomen muss und neu positionieren muss, kann ich einfach diesen Clip markieren mit Steuerung C oder Command C auf Mac, kopieren, kann dann das hier einfach mit Alt und V, kann ich hier die Attribute übernehmen, und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte die Position und den Zoom übernehmen, dann drücke ich auf Apply und dann wird das Ganze hier übernommen. Und natürlich kann ich auch sagen, ich möchte zum Beispiel die Audio Volume übernehmen, oder ich möchte, wenn ich jetzt einen Clip gecroppt habe und brauche den gleichen Crop immer wieder, dann könnte ich hier auch den Crop übernehmen. Und hier kann man dann einfach ganz genau auswählen, was möchte man kopieren. Und das ist halt, wie gesagt, ja, ich kopiere hier Steuerung C, drücke das hier drauf, markiere, was ich brauche. Das muss ich, wie gesagt, auch nur einmal machen, wenn ich das Programm neu starte. Dann merkt er sich das für die nächsten Male. Merkt also immer den letzten Stand, merkt er sich dann bis zum nächsten Neustart. Und dann drücke ich, wie gesagt, einfach auf Apply und dann ist der Clip hier genau mit den gleichen Einstellungen übernommen. Und das spart einfach mega viel Zeit. Im Gegensatz zu, ja, ich mache das jetzt hier und keine Ahnung und schiebe das hier rum oder was weiß ich. Da bin ich viel schneller, wenn ich einfach den Shortcut benutze. Also Paste Attributes. Und falls ihr das einstellen wollt, dann könnt ihr hier oben auf DaVinci Resolve klicken und dann hier oben auf Keyboard Customization. Und dann könnt ihr hier einfach mal suchen, Paste. Dann macht ihr hier einfach alle Commands, Paste Attributes eingeben, und dann seht ihr hier schon, habt ihr die Möglichkeit, das auch anzupassen auf irgendeinen beliebigen Shortcut, den ihr euch setzt. Also ich habe es auf Alt-V gelassen, das ist eigentlich ganz cool. Zu meinem nächsten Tipp bleiben wir gleich mal hier drin, den habe ich damals auch schon in einem Video vorgestellt, was ich euch mal hier oben kurz in die Infokarte packe. Falls ihr mit Premiere Pro unterwegs seid, dann schaut euch auf jeden Fall das Video an, weil da gehe ich eben auf Shortcuts von Premiere Pro ein. Und hier will ich aber auch den eigentlich genau gleichen Shortcut euch vorstellen, und zwar ist es einfach Ripple Delete. Den habe ich mir auch wieder auf E gelegt, genauso wie ich es in dem anderen Video bei Premiere auch schon gesagt habe. Und was das einfach macht ist, ja, wenn ich jetzt hier durchgehe und ich will hier einen Cut setzen und will jetzt das Ganze hier weg haben, aber die Timeline gleich mit ranrutschen, brauche ich jetzt einfach nur E drücken, zack, und das Ganze ist da, wo es hingehört, ne? Das Gleiche kann ich machen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich möchte, also ich setze keinen Cut, dann kann ich jetzt sagen, das habe ich wie gesagt in dem anderen Video auch schon mal erklärt, ich erkläre es nochmal genau, das habe ich mir hier auch genauso nochmal gelegt. Also mit Q kann ich hier ist ja der Playhead, alles was links vom Playhead ist von diesem Clip, einfach löschen und Ripple Delete, indem ich einfach Q drücke, bam, dann geht das da rum. Das gleiche kann ich machen mit W, und W geht dann alles hier rüber zu Zweck. So, zack. Sorry, falls meine Kamera gerade irgendwelche Aussetzer und Rumspacker hat. Das ist, ich weiß nicht, was da los ist teilweise. So, auf jeden Fall, wie gesagt, das sind auch so zwei coole Shortcuts. Da braucht man nämlich dann nicht extra noch einen Cut setzen, sondern man kann einfach sagen W oder halt Q, und dann kann man das hier sich zurechtschneiden. So, das sind zwei, wie gesagt, von den wichtigsten Shortcuts, und das sind auch zwei mega wichtige Tipps, finde ich persönlich, wie gesagt. Wie gesagt, ich muss hier gerade ein bisschen spickeln, weil ich es auch nicht auswendig weiß, was ich euch alles zeigen will. Aber jetzt gehen wir mal kurz zum Fairlight-Tab, also dann die Note hier unten, und hier seht ihr es schon. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einen De-Esser gemacht für mich selber, und
um mir diese Einstellung nicht jedes Mal merken zu müssen oder so, habe ich mir das hier einfach gespeichert. Und ihr seht, bei mir ist es ein übel krasses S, nehme ich mir bei mir hier raus. Und wie könnt ihr das machen? Das ist ganz einfach. Das geht bei jedem Effekt gleich. Also ich nehme jetzt einfach mal spaßhalber hier nochmal den Vocal Channel. Da habe ich mir nämlich zum Beispiel auch für meinen Table Mic oder für meinen Clip Mic habe ich mir hier so Presets angelegt. Und ja, da kann ich jetzt hier einfach irgendwelche Filter reinbauen, sage ich mal. Das wäre jetzt ein klassischer Telefonfilter beispielsweise. Dann könnte ich den jetzt hier einfach speichern. Telefonfilter. Und dann habe ich den ab sofort hier oben einfach in Zukunft drin. Und damit spare ich mir natürlich, wenn ich immer wieder die gleichen Einstellungen habe, immer wieder die gleichen Szenen habe, wie jetzt gerade bei YouTube-Videos beispielsweise, wo ich halt immer mein Talking Head Videoformat habe, wo ich mit meinem Clip-Mic aufnehme, in der gleichen Umgebung, in der gleichen Location, alles bleibt gleich, kann ich natürlich mit so einem Preset mega schnell arbeiten und viel, viel Zeit sparen. Das würde ich auf jeden Fall raten. Deswegen dieser kurze Tipp an der Stelle, wie man sich ein Preset in Fairlight zulegt. Dann springen wir hier unten für den nächsten Tipp in den Color Tab. Und beim Color Tab seht ihr hier schon, ist bei den Notes hier oben mein Grading drin. Und dann habe ich hier diesen Talking Head Still. Wenn ihr euer Grading zum Beispiel oder eure Note-Effekte speichern wollt, dann müsst ihr einen Still exportieren. Um das zu machen, wählt ihr euren Clip aus mit euren Effekten hier im Note. Dann rechtsklick auf dieses Vorschau-Window, Grab Still. Und dann wandert der hier rein. Das reicht aber noch nicht, um es in anderen Projekten wieder verwenden zu können. Jetzt müsst ihr hier auf diesen Still klicken und wieder mit rechts drauf und jetzt einfach hier Export. Und bei Export ist hier automatisch schon DPX-File ausgewählt und die DPX-File könnt ihr dann wie auch immer nennen. Grading, Teal, Orange, wie auch immer, ist ja scheißegal. Und dann speichert ihr das einfach, wo ihr das beim nächsten Mal dann wieder findet. Am besten legt ihr euch einfach einen Ordner zu mit LUTs oder keine Ahnung. Und da speichert ihr das dann rein. Und dann könnt ihr das gleich wieder importieren. Das zeige ich euch jetzt. Und wenn ich jetzt hier mal sage, okay, Reset Note Grade. Das ist jetzt mein Rohfootage einfach. Und auch hier ist es wieder die Sache, ja. Ich filme immer in der gleichen Location, habe ungefähr immer die gleiche Ausleuchtung. Das bleibt ja ungefähr immer alles gleich. Und dann habe ich mir einmal ein Grading gemacht. Und das Grading kann ich jetzt einfach, indem ich diesen Clip auswähle. Wenn das jetzt hier noch nicht drinnen ist, dann muss ich das reinladen. Das mache ich, indem ich hier die Gallery öffne, Rechtsklick hier in dieses Fenster mache und hier auf Import klicke. Und bei Import wird mir dann hier diese DPX angezeigt. Die importiere ich. Ja, das ist dann dieser Still, den ich hier halt auch schon importiert habe. Und jetzt kann ich einfach den Clip hier markieren und mit der mittleren Maustaste drücken. In meinem Fall ist es halt das Mausrad. Das ist die mittlere Maustaste. Einfach das drücken und dann wird das Grading übernommen. Das gleiche funktioniert auch. Wenn ihr jetzt das Grading hier schon auf eurem Clip habt, ja, dann könnt ihr wieder den Clip markieren, auf den Clip gehen, eure mittlere Maustaste drücken und dann wird einfach das Grading übernommen. Und so spart man natürlich auch mega, mega viel Zeit. Und das gleiche funktioniert jetzt beispielsweise auch. Dann nehmen wir uns einfach mal einen Beispielclip rein. Ja, also ich nehme jetzt einfach mal hier einen Beispielclip. Das ist die Yassi von dem Channel Saftiges Knufe, den ich jetzt auch schon schneiden darf. Hier genau das gleiche. Dadurch, dass das immer wieder vorkommt und halt einmal ein Video ist, was ja immer gleich bleibt, logischerweise habe ich mir hier einmal diesen Greenscreen-Effekt gemacht mit dem Power-Window, kann mir das dann hier auch importieren, habe das dann GNU Endcard einfach genannt, importiere mir das. Wenn ich das jetzt auswähle und klicke hier die mittlere Maustaste, zack, und schon ist sie hier ausgeschnitten. Und einfach der ganze, also der Green ist fertig, das Power Window ist fertig, so wie ich es brauche. Und da spare ich mir dann natürlich auch mega viel Zeit. Und jetzt kommen wir zum letzten und in meinen Augen auch geilsten Feature überhaupt. Wenn das Premiere noch hätte, das wäre schon ziemlich, ziemlich hilfreich. Und zwar geht es um Autosave. Aber jetzt nicht nur irgendwie, ja, speicher mal alle 10 Minuten, sondern das ist richtig geil. Ihr geht hier oben auf DaVinci Resolve, dann auf Preferences und dann geht ihr hier oben bei User, Project Save and Load und dann hier
den Haken setzen bei Live Save. Und was dann einfach passiert ist, immer wenn ich einen Cut mache, wenn ich einen Clip lösche, wenn ich das jetzt Ripple Delete mache, egal. Immer wenn ich irgendwas mache, wird direkt gespeichert. Es wird direkt gespeichert und man merkt es nicht. Also es ist jetzt nicht so, als ob jetzt hier das Speichern irgendwie die ganze Zeit an so ein Fenster aufploppt, sondern es wird einfach direkt immer im Hintergrund mehr oder weniger der letzte Cut gespeichert. Das heißt, selbst wenn das Programm dann mal absäuft oder abschmiert, hat man immer den letzten Stand irgendwo gespeichert. Und das ist eigentlich in meinen Augen das geilste Feature. Und man muss dazu fairerweise sagen, ich hatte bei DaVinci bisher 2 oder 3 Mal das Problem, dass es sich aufgehangen hat und ich deswegen Pech hatte und ein paar Minuten Arbeitszeit verloren hatte, wo ich das mit dem Live-Save auch noch nicht wusste. Das waren meine, ja, eigentlich 5 Tipps am Ende jetzt, wie gesagt, zum Thema DaVinci Resolve und wie man seinen Workflow verbessern und vor allem auch verschnellern kann, um einiges verschnellern kann in meinen Augen. Das hilft mir immer riesig. Ja, falls euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr das Video liked und vor allem auch kommentiert, ob ihr auf der Suche wart nach so Shortcuts, ob ihr einfach vorhabt, ein schnellerer Cutter zu sein, ob ihr vielleicht gerade überlegt, zu wechseln zu DaVinci und euch deswegen ein paar Videos anschaut. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare und ja, dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Barney, haut rein, ciao. So, und jetzt noch wie versprochen, kurzes Status-Update von meiner Seite. Leider ist aus privaten Gründen bei mir gerade ein bisschen kacke. Ich will auch gar nicht lange irgendwie euch jetzt damit vollheulen oder sonst was, aber es ist einfach Fakt, dass ich gerade keinen Kopf habe zu streamen. Auch die Videos fallen mir eigentlich schwer jetzt im Moment zu machen. Ich will trotzdem eigentlich gern versuchen, ein wöchentliches Video rauszuhauen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Das wird sich zeigen. Also wie gesagt, gerade fühle ich mich eigentlich nicht danach, großartig aufzunehmen. Deswegen tut es mir auch leid, ich habe mir jetzt nicht so mega krass Mühe gegeben mit dem Video. Die Tipps, hoffe ich, haben euch trotzdem geholfen. Deswegen habe ich das Video trotzdem jetzt auch gemacht. Sonst ja, wird man auch direkt vom YouTube-Algorithmus genatzt, ja, um es mal so zu sagen. Genau, also wie gesagt, aus privaten Gründen im Moment leider kein Stream. Ich werde auch ein bisschen weniger, gerade bin ich, also ich bin schon auf Social Media unterwegs, aber ich bin jetzt nicht so in happy Laune einfach, um da großartig aktiv zu sein irgendwie. Das mal als kurzes Status-Update. Nicht, dass ihr euch irgendwie wundert oder sonst was. Ich hoffe, dass sich das auch bald wieder ändert und ja, ich danke auf jeden Fall jedem, der da jetzt irgendwie aktiv dabei ist in der Community. Es freut mich mega und ich hoffe, ihr habt da auch ein bisschen Verständnis jetzt einfach für, dass es teilweise halt Phasen gibt, in denen ja, man da ein bisschen auch Abstand braucht und Ruhe braucht von dem Ganzen. Ich versuche, wie gesagt, trotzdem regelmäßig das zu machen. Genau. Sorry, wie gesagt, auch jetzt nochmal, wenn das jetzt kein Hightech, gute Laune, keine Ahnung, Stimmungsvideo ist oder sonst was, ist gerade einfach nicht drin. Genau. Aber ich hoffe, euch geht's gut und haut rein. Viel Spaß mit DaVinci Resolve. Der Umstieg lohnt sich. Ich bin happy damit. Wir hören voneinander und macht's gut. Euer Barney. Haut rein.